Vor langer Zeit, als es nicht einmal die letzte Stadt gab, lief ich tief im alten Wald Patrouille. Als ein Dorfbewohner auf mich zukam. Ich sollte einen Dieb fangen. Ich sagte, die Eisernen Lords seien keine Söldner. Aber ich sah ihren Stolz und ihre Armut. Als sie mir als Bezahlung einen Laib Brot anboten, stimmte ich zu. Kurz vor Sonnenaufgang fand ich den Dieb. Ein Mädchen, das alles mitnahm, was es tragen konnte. Vor allem Lebensmittel, aber auch Wertgegenstände und Waffen, um ihre Beute zu verteidigen. Es lag keine Furcht in ihrem Blick. Sie sagte, Banditen im Wald hätten ihr befohlen, als Gegenleistung für Schutz zu stehlen. Die Strafe für Diebstahl war damals der Tod. Doch ich nahm das Amulett, das ich um den Hals trug, und legte es ihr in die Hände. Ich sagte ihr, die Wölfe würden sie schützen. In einer Siedlung voller gestohlener Vorräte fand ich die Banditen und streckte sie nieder. 38 Leben, um eines zu retten. Damals glaubte ich, das wäre Gnade. Viele Winter vergingen, bis ich wieder in diesen Teil des alten Waldes kam. Diesmal suchte mich niemand auf. Also ging ich zu ihnen. Wo einst das Dorf gewesen war, blies der Wind durch morsches Holz und rostiges Metall. Und dahinter Gräber. Dann aufgehäufte Steine. Dann Erdhügel. Und dann eine Grube. Mein Puls raste. Ich durchkämmte den Wald auf der Suche nach den Schuldigen. Und schließlich, in einer Siedlung voller gestohlener Vorräte, fand ich sie. Eine lichtlose Frau mit meinem Amulett um den Hals. Es lag keine Furcht in ihrem Blick. Sie beschönigte nichts. Als die Dorfleute keinen Zehnt mehr zahlen konnten, schützten ihre Wölfe sie nicht mehr. Sie nahm ihnen alles. Und als sie nichts mehr zu geben hatten, schickte sie ihre Männer und ließ die Wölfe los. Einem Feind gebührt keine Gnade, wenn seine Opfer den Preis dafür zahlen. Der richtige Weg ist manchmal schwer zu finden. Und wenn du ihn gefunden hast, bleibt nur noch die Frage, ob du stark genug bist, ihn zu gehen.